Diese Hormone wurden so pervertiert, dass der Körper sie nicht anerkennt. Und wir haben hier einfach mehrere Faktoren, die wirken. Das ist mir natürlich im Nachhinein leider erst klar. Nämlich allein schon, dass die Rezeptoren besetzt worden sind. Das heißt, wir haben nicht nur eine epigenetische Veränderung, sondern wir haben eine Besetzung der Rezeptoren. Das heißt, der Körper erkennt dann plötzlich die eigenen Hormone nicht mehr als die eigenen Hormone an. Und ja, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es auch eine epigenetische Veränderung gab, die ja eben bei sehr vielen Medikamenten passiert, weil der Körper eben in der Form von Anpassungsleistung sagt, ah, okay, das ist jetzt meine neue Realität. Ja, okay, verstehe ich. Und kommt halt dann eben, und das ist genau der Punkt, das ist das, was ich mittlerweile Arzneikrankheit nenne, weil es die alten Homöopathen schon so genannt haben, und sagt, ja, genau, also der Körper weiß jetzt nicht mehr, wie geht es zurück. Wie geht es von der Schalterstellung zurück in die eigentlich natürliche Schalterstellung? Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden. Wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute Katja Trost. Katja, du bist Heilpraktikerin, Forscherin und Ausbilderin. Durch ein persönliches Anliegen hast du dich immer intensiver mit dem Hormonsystem befasst, wobei du festgestellt hast, dass die klassischen Therapien, aber auch die ganzheitlichen Methoden nicht immer zielführend sind. Daraufhin hast du dich dann in den Bereichen wie der Psychologie, der Biologie, der Homöopathie, der Traumatherapie und der Epigenetik weitergebildet oder hast darin studiert, woraus letztendlich dein Ansatz der integralen Evolution entstand. Deine Erfahrungen und Studien lehrst du in deinen Kursen und Seminaren zu Metaharmonics und du bist Autorin zweier Bücher. 2020 hast du dich aus der Therapiewelt zurückgezogen und bist nun vor allem in der Forschung und als Dozentin tätig. Katja, willkommen im Epigenetik Podcast. Vielen, vielen Dank für diese nette Einführung und ja, ich freue mich hier zu sein. Bin gespannt, was wir heute so zusammentragen. Katja, vielleicht magst du uns am Anfang ein bisschen was dazu erzählen, wo ich ja gerade schon vorgelesen habe, dass es eigentlich so auch durch ein persönliches Anliegen entstanden ist, was du da heute alles so auf die Beine gestellt hast. Vielleicht magst du uns einen kurzen Abriss geben, was ist denn da passiert und was hast du da entdeckt in dieser Reise durchs Hormonsystem? Ja, also ich habe ja mal Jura studiert, lange ist es her, und habe dann, wie so viele Menschen, nicht so sehr darüber nachgedacht, in einer stressigen Situation, was ich meiner Gesundheit antue, wenn ich mir eine künstliche Verhütung antue. Ja, das, da denke ich heute noch drüber nach, was hat mich da geritten, weil ich schon sehr naturheilkundlich eingestellt war zu diesem Zeitpunkt. Aber ich habe mich auf mein Staatsexamen vorbereitet und habe mir dann Verhütung verschreiben lassen, weil ich dachte, jetzt auf keinen Fall schwanger werden, kann man ja auch verstehen. Und ich habe damals den Nuva-Ring verschrieben bekommen. Das war so eine ganz neue Sache damals. Also alle meine Freundinnen, denen wurde das so angeraten und es sollte das Allerbeste und Tollste und nur lokal wirken und dies und jenes. Und ich habe gedacht, komm, rein mit dem Ding. Ja, rein mit dem Ding. So, komm, hier nicht drüber nachgedacht. Und innerhalb von nicht einem Monat ging es mir so schlecht. Also mir ging es so schlecht. Also ich habe wirklich, also darf man ganz abgesehen, dass ich dann überhaupt gar keine Lust mehr auf Sex hatte. Insofern hatte sich das mit der Verhütung dann auch erledigt. Ich bin halt total aufgequollen. Ich habe ganz schlecht geschlafen. Mir ist der Schweiß nachts aus den Poren geschossen. Wirklich, ich konnte es wirklich beobachten im Spiegel. Ich habe Dehnungsstreifen bekommen. Mein ganzer Appetit hat sich verändert. Ich wollte nur noch Süßigkeiten essen, was überhaupt gar nicht mein Ding ist. Also wirklich sehr, sehr ungewöhnlich.
meine Stimmung hat sich verändert. Ich war chronisch erschöpft. Ich wollte wirklich eigentlich gar nichts mehr machen, nur noch im Bett liegen und schlafen. Psychisch habe ich einfach irgendwann gedacht, also irgendwas ist hier ganz merkwürdig. Ich habe mich halt selber nicht wieder erkannt. Und als ich dann mal, das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis für mich, ich weiß noch, ich war mit meinem damaligen Freund, wir wollten ins Kino und es war ein bedeckter Tag und ich gucke hoch und dann denke ich so, oh, hoffentlich stürzt der Himmel nicht auf mich ein. Und da habe ich nur gedacht, was ist das denn für ein Gedanke, ja? Also das ist schon echt Richtung Psychose, ja? Also so viel kannte ich dann schon auch damals über die Psychologie. Wie gesagt, ich habe mich auch damals sehr für Naturheilkunde, Psychologie und so interessiert und da habe ich nur gedacht, also irgendwas ist hier ganz merkwürdig. So, dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, okay, was ist jetzt gerade los in deinem Leben? Ja, okay, du hast diesen Freund, der ist relativ neu. Das war auch nicht die beste Beziehung. Okay, ja, in Ordnung. Aber dass dann der Himmel auf mich stürzen soll, deswegen, nee. Staatsexamen, viel Stress, viel Lernen. Ja, sicher, aber das war vorher auch schon so. Ja, also das war jetzt nicht neu. Und da habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt neu? Ja, der Nuva-Ring, ja. Und dann habe ich schon versucht, 1 und 2 zusammenzuzählen, ja, und habe dann schon überlegt, naja, kommen Hormone, das weißt du schon, das sind schon auch Eingriffe in das ganze System. Und ich hatte vorher auch schon mal die Pille genommen, 2-mal, das war auch nicht so toll, aber es war nicht so dramatisch. Nur habe ich dann schon Muster plötzlich erkannt und habe dann gedacht, nee, dann habe ich natürlich einfach mal die Packungsbeilage durchgelesen und dachte, ja, und nochmal ja. Und da war mir klar, okay, da hast du mal richtig ins Klo gegriffen. So, und habe dann einen Termin bei meiner Frauenärztin gemacht. Das hat dann ein bisschen gedauert, das dauert ja manchmal gern. Und als ich dann da war, war das Ding auch schon raus. Ne? Also das war dann für mich ganz klar, ich nehme das auch nicht weiter, bin dann aber hingegangen. Es war vielleicht so 2 Monate, wo das Ding schon raus war oder so. Ja, also es war schon eine Weile. Und habe ihr das dann so alles erzählt und dann sagt sie zu mir, ach Frau Trost, früher in den 60er Jahren, da war das so, dass Verhütung wirklich echt heftige Auswirkungen auf Frauen haben konnte, aber heutzutage, die Präparate sind so verträglich, das kann eigentlich gar nicht sein, was sie erzählen. Ich habe gesagt, ja, es ist aber so. Und dann sage ich, ja, was schlagen Sie denn vor? Ja, nehmen Sie den Ring raus. Ich so, ja, das ist längst geschehen. Und sie sagt, ja, dann müsste es Ihnen aber jetzt doch besser gehen. Ich so, eben leider nicht. Also es war ein bisschen besser. Also ich sage mal, von der Heftigkeit waren die Symptome etwas besser. Aber an und für sich waren sie halt noch da so. Und dann fing eigentlich mein Weg dahin an zu sagen, okay, was kann ich tun? Und dann habe ich halt, wie ganz viele, bin ich erstmal zu meiner alten Homöopathin gegangen, habe gesagt, hier, kannst du mir helfen? Und sie so, ja, ja, also bei Verhütungsmitteln, da geben wir Sepia, es ist so ein homöopathisches Mittel, habe ich genommen, mir ging es noch schlechter. Und sie so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Dann habe ich alles Mögliche an Heilkräutern, alles ausprobiert, ja. Und es wurde halt nicht wirklich besser. Da so. Muss ich ja, wenn wir über Epigenetik auch heute noch sprechen, dann müssen wir ja sagen, da muss ja irgendwas passiert sein, was so einen zellulären Lichtschalter aktiviert hat. Ja. Was dann auch nach der Entnahme das einfach nicht mehr zurückgenommen hat oder nicht mehr verändert hat. Ja, und das ist ja sehr, sehr üblich bei Medikamenten. Ja, und besonders, da es ja bei der Verhütung um künstliche Hormone geht, die ja absichtlich verändert worden sind. Das heißt, es ist ja absichtlich etwas, was der Körper so nicht kennt, damit eben diese lange Wirkdauer ja auch im Körper suggeriert wird. Und es geht ja darum, dem Körper vorzutäuschen, dass man schwanger wäre. Und ich meine, wir wissen alle, eine Schwangerschaft ist irgendwann vorbei. Ja? So, das heißt, diese Hormone wurden so pervertiert, dass der Körper sie nicht anerkennt. Und wir haben hier einfach mehrere Faktoren, die wirken. Das ist mir natürlich im Nachhinein leider erst klar, nämlich allein schon, dass die Rezeptoren besetzt worden sind. Das heißt, wir haben nicht nur eine epigenetische Veränderung, sondern wir haben eine Besetzung der Rezeptoren. Das heißt, der Körper erkennt dann plötzlich die eigenen Hormone nicht mehr als die eigenen Hormone an. Und ja, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es auch eine epigenetische Veränderung gab, die ja eben bei sehr vielen Medikamenten passiert,
weil der Körper eben in der Form von Anpassungsleistung sagt, ah, okay, das ist jetzt meine neue Realität. Ja, okay, verstehe ich. Und kommt halt dann eben, und das ist genau der Punkt, das ist das, was ich mittlerweile Arzneikrankheit nenne, weil es die alten Homöopathen schon so genannt haben, und sagt, ja, genau, also der Körper weiß jetzt nicht mehr, wie geht es zurück. Wie geht es von der Schalterstellung zurück in die eigentlich natürliche Schalterstellung. Und das hat mich dann die nächsten Jahre beschäftigt. Ja, das mit der Besetzung der Rezeptoren, das ließe sich ja noch gut nachvollziehen. Und dann könnte man sagen, okay, nun setze ich mal das Präparat ab, dann müssen die Rezeptoren auch wieder frei werden. Aber das war es eben nicht. Und deswegen natürlich irgendwo die Vermutung, da muss dauerhaft irgendwie was sich verändert haben. Ich würde jetzt mal langsam anfangen, so ein bisschen tiefer schon ins Thema einzusteigen. Wir hatten ja schon mal einen Kollegen von dir in der Episode oder in einer letzten Episode, den Marc Richter. Da haben wir so ein bisschen über auch über Epigenetik und vor allem aber über Östrogene gesprochen. Deswegen würde ich es heute gerne so ein bisschen allgemeiner halten oder allgemeiner in Bezug auf das Hormonsystem, aber dann speziell eigentlich so ein bisschen mehr auf das Thema der Traumata eingehen und welche Auswirkungen das Ganze auf die Zellgesundheit haben kann, vor dem Hintergrund der Epigenetik. Vielleicht mal so auf der untersten Ebene, wenn wir da einsteigen, wo ist da ein Zusammenhang Traumata, Epigenetik und Zellgesundheit in dem Hormonsystem? Wenn man Epigenetik ja ganz grob definiert, dann ist ja das einfach, wie drücken die Gene sich aus? Also wie genau zeigen die Gene ihr Gesicht? Wir wissen jetzt ja mittlerweile, dass das 98% aller Vorgänge im Körper ausmacht. So, das heißt, es ist eine Menge. Epigenetische Veränderungen könnten ja zustande kommen, grundsätzlich durch jede Umwelteinwirkung. Von außerhalb der Zelle. Das kann auch etwas sein, was unmittelbar nah an der Zelle dran ist, aber es kann auch etwas von außen sein. So. Und wenn wir Trauma sagen, dann ist das die Definition von Trauma. Ja, das heißt, es gibt eine Einwirkung von außen, die dauerhaft im Körper eine andauernde Wirkung hat. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn wir über Psychotrauma sprechen, dann haben wir weitere Mechanismen, die das verfestigen. Am Ende des Tages hat es natürlich immer einen Bezug zur Epigenetik, weil überall sind Zellen. Ne? Das ist ganz klar. Wir können aber natürlich sagen, es gibt bestimmte Mechanismen im Gehirn, die eben mittlerweile bekannterweise sich verändern, wenn ein Psychotrauma vorliegt. Nur zum Beispiel, dass die Amygdala, unser Alarmzentrum im Gehirn, besonders sensibel wird und anfängt rumzufeuern, obwohl es vielleicht gar nichts gibt. Wir wissen, dass bestimmte Strukturen im Stammhirn, PAG genannt, die Todesangst speichern. Das wissen wir alles. Und dementsprechend hat das natürlich auch eine andauernde Wirkung auf das Gesamtsystem. So, wenn man jetzt noch dazu berücksichtigt, und das ist etwas, was in der Biologie sehr bekannt ist eigentlich, aber wenig beachtet wird, ist, dass biologisches Leben immer innerhalb von Hierarchien funktioniert. Das heißt, es muss Hierarchieketten geben, damit ein System gut funktioniert. Das geht anders nicht. Irgendwer muss das Sagen haben. Und das ist in unserem Körper das Nervensystem plus die Psyche. Es gehört ja zusammen. Das eine ist die organische Seite, das andere ist die psychologische Seite. Und beides steht an oberster Stelle in der Hierarchie. Dementsprechend hat das natürlich auch einen Einfluss auf das Hormonsystem. Denn das Hormonsystem steht nicht oben in der Hierarchie. Das heißt, Psychotraumata werden ganz automatisch beeinflusst oder werden ganz automatisch auch hormonelle Störungen beeinflussen. Beziehungsweise auch teilweise erzeugen. Weil ein Psychotrauma ja auch rein hormonell Stress bedeutet. Und dieser Stress wird dafür sorgen, dass das ganze Hormonsystem beeinträchtigt wird. Und wenn dieses Trauma sich nicht auflöst, dann ist es auch nachhaltig beeinflusst. Also das ist so die große Zusammenfassung. Ja, ich finde das super schön erklärt und das hat mich jetzt gerade so an ein Schaubild erinnert, was ich mal gesehen habe. Das sah super kompliziert aus, das war aus irgendeiner Studie heraus und da ging es darum, welche Einflüsse, nachhaltigen Einflüsse oder epigenetische Auswirkungen
Stress in jungen Jahren hat. Und dann ging es, glaube ich, primär um Cortisol, was untersucht wurde. Und dann hat man gesehen, dass unterschiedliche Bereiche des Gehirns waren aufgezeichnet und dass sich Cortisol in den jungen Jahren, egal woher das rührt, welches Traumata da passiert, sich auf so viele Bereiche und auf so viele unterschiedliche Gene negativ auswirkt. Da war die Amygdala dabei, da war der Hypothalamus natürlich mit dabei und solche Szenarien. Und da ist immer natürlich die Frage, wow, wenn sich da so früh schon so ein Schalter umlegt, dann leide ich im Endeffekt vielleicht ja mein ganzes Leben darunter, wenn ich das nicht irgendwie auflöse. Wir werden auch gleich ein bisschen natürlich später darüber sprechen, wie kann ich das auflösen, wie schwierig mag das sein, wie einfach kann das vielleicht sein, was hängt da alles dran. Aber das ist super komplex und deswegen ist es natürlich umso spannender, wenn es solche ganzheitlichen Therapiekonzepte gibt, die sowas auch berücksichtigen. Jetzt sind wir aber schon ziemlich tief drin in der Materie. Ich würde gerne noch mal so einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar würde ich gerne auch mal so auf die klassische Medizin kurz eingehen. Ganz klar, die klassische Medizin, die berücksichtigt natürlich solche Aspekte nicht. Die klassische Medizin ist ja eher eine symptomorientierte Medizin. Man kommt mit einem Symptom und dafür gibt es ein Medikament XY. Das ist jetzt gar nicht gewertet. Das mag wahrscheinlich so in der einen oder anderen Situation vielleicht sogar auch sinnvoll sein, vielleicht in vielen aber nicht. Und in einem deiner Online-Kurse gehst du sogar darauf ein. Du gehst aber sogar noch ein Stückchen weiter und sagst, dass neben der klassischen Medizin auch die funktionelle Medizin, deren Ziel ja eigentlich ist, ursachenorientierte Medizin zu betreiben, dass das auch nicht immer zielführend ist. Vielleicht kannst du da uns ganz kurz mal diese Kernmessage zusammenfassen, was du darüber bringst in diesem Online-Kurs. Ja, also das Ganze kam eben aus meiner Erfahrung, dass ich alle möglichen Therapien ausprobiert habe und durchaus sehr, sehr viel gelernt habe aus so Ansätzen wie Homöopathie, wie traditionelle chinesische Medizin. Also da wird häufig vieles gut erklärt. Das ist das eine Thema. Aber wenn es an die Lösung geht, blieben die halt hinter meinen Erwartungen zurück. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist dieser Aspekt, dass es eine zentrale Schaltstelle im Körper gibt, die sich auf alle Systeme auswirkt. Das kommt mir viel, viel, viel zu kurz in diesen ganzen Theorien. Und wenn ich mir die funktionelle Medizin anschaue, die aus meiner Sicht die fortgeschrittenste Medizin ist, die wir haben. Ja, also das heißt, da hat sich jemand hingesetzt und auch Gedanken gemacht. Und trotzdem bleiben die innerhalb der einzelnen Organsysteme stecken. Das heißt, die haben schon verstanden, wenn, sagen wir mal jetzt, das Cortisol zu hoch ist, dass dann vielleicht die Schilddrüse nicht so richtig funktioniert. Das sind so Sachen, die kann man da auch finden in der funktionellen Medizin. Und das sind ja auch sehr, sehr gute und wertvolle Ansätze. Aber sie sind nicht dazu in der Lage zu erklären, warum der Körper sich als Ganzes vielleicht nicht reguliert. Denn nochmal, wir haben diese Heilhierarchien. Und dementsprechend muss ich, wenn ich tatsächlich heilen möchte, auf der höchsten Ebene ansetzen, damit das ganze System auch heilen kann. Und das tut die funktionelle Medizin nicht. Sie sagen es häufig, ja, sie sagen es häufig, ja, dann reguliert sich irgendwie der ganze Körper, aber in der Praxis, ja, und das, da bin ich einfach schon immer sehr ehrlich gewesen, es muss sich in der Praxis auch wirklich bewahrheiten, tun sie es nicht, sonst würden sie zum Beispiel auch nicht mit naturidentischen Hormonen arbeiten. Das schließt sich für mich so aus. Also entweder ich habe eine Ebene, wo ich den Körper wirklich grundsätzlich ursächlich regulieren kann, oder ich substituiere. Ja, und das tun die ja ganz fleißig, habe ich auch alles ausprobiert. Und da ist für mich halt ein Widerspruch drin, wo ich sage, die denken immer noch zu symptomatisch, auch wenn sie verstanden haben, dass das System wichtig ist, haben sie nur das mittlere Management erwischt. So, und das hilft nicht. Ja, das ist einfach nicht genug, um wirklich ursächlich zu therapieren. Das ist meine These und meine Erfahrung. Das ist ja wirklich schon jetzt eine spannende Aussage und da treffen wir sicherlich viele Therapeuten vielleicht jetzt auf dem falschen Bein oder vielleicht sogar auf dem richtigen, weil viele ja vielleicht schon denken, naja, natürliches Progesteron, das ist jetzt eigentlich das Mittel der Wahl,
Wir wissen, wie schlecht die synthetischen Hormone sind. Warum nicht einfach die guten, die bioidentischen nehmen, wie eine Progesteroncreme? Ja. Du sagst aber, nee, das ist eigentlich auch nicht das Richtige, weil der Körper müsste eigentlich selbst in der Lage sein, sich selbst zu regulieren. Ist das das, was du sagst? Ja. Also ich sage nicht nur, dass er es müsste, sondern dass er es kann. Ja, es sei denn, mir fehlt eben ein Organ. Ne? Ich spreche jetzt nicht von Menschen, die gar keine Eierstöcke mehr haben. Ne? Das zum Beispiel, ne? Was jetzt Progesteron anbelangt. Nein, ich spreche von Menschen, die noch alle Organe haben. Und da ist für mich irgendwann nicht mehr klar gewesen, also ja, okay, also es mag sein, dass natürliches Progesteron weniger Nebenwirkungen hat, dass es nebenwirkungsfrei ist, ist auch nicht wahr. Da, ne, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Denn es wird ja gerne umgewandelt dann auch in Östrogen. Das ist dann das nächste Problem. Und das kennt definitiv auch die funktionelle Medizin, dieses Problem. Aber es ist ja immer noch eine Substitution. Und da tut mir leid, das hat mich einfach nicht überzeugt und hat eben mich auch in der Wirkung nicht überzeugt. Und ich habe es ja auch irgendwann beobachtet bei meinen Patienten. So kam das ja. Ich habe mich ja nicht irgendwann hingesetzt und gesagt, ich mache eine Praxis auf für natürliche Hormonregulation, sondern ich war erst mal Heilpraktikerin, hatte ein eigenes Problem und habe dann irgendwie gesehen, ja, okay, jetzt kriegen die alle Progesteron, ne? Nicht von mir, aber von teilweise auch befreundeten Ärzten. Und es wird immer noch nicht wirklich besser, beziehungsweise es wird so kurzfristig besser, dann treten an anderer Stelle wieder Probleme auf. Und da habe ich gesagt, nee, das ist doch immer noch Substitution und erzeugt eine andere Abhängigkeit und das macht für mich keinen Sinn. Jetzt muss ich aber noch mal einen Satz aufgreifen, weil der war super spannend. Auch die Gabe von externem Progesteron kann die Östrogen, ja, nicht Produktion, ja, die Östrogenbildung, sage ich mal, unterstützen. Ja, natürlich. Das gibt's, wenn man so ein Hormonschaubild sich vor Augen hält, dann gibt es so diesen Pfad, wo, genau, Progesteron quasi auch umgewandelt werden kann, genau, in Testosteron oder auch in Östrogen. Da hofft man dann vielleicht immer, wow, das sieht ja super kompliziert aus, da sind mehrere Schritte drin, aber es funktioniert scheinbar. Und du hast es auch häufiger gesehen, dann möglicherweise in Laborwerten oder dann vor allem in Symptomen. Ja. Ja, das heißt, ist genau die Geschichte. Das heißt, das Progesteron findet dann seinen Weg nicht oder kann nicht wirklich wirken, sodass der Körper dann doch eher den Weg wählt, um Östrogene herzustellen. Ja, es gibt ja einen Grund dafür. Was kann da so ein Wirkmechanismus sein? Mhm, ja, genau. Also der Körper stellt ja nicht umsonst diese Östrogene her. Ne, das ist ja das Ursprungsthema, ist ja, der Körper stellt zu viele Östrogene her oder das Verhältnis Progesteron-Östrogen ist nicht richtig, wie auch immer. So, und ich muss mich doch fragen, warum. Und nur weil ich da jetzt Progesteron reinhaue, sagt der Körper nicht, oh ja, dann haben wir halt mehr Progesteron. Der Körper lässt sich aus meiner Sicht eben nicht foppen. Der sagt, wir haben hier ein Problem und es ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht, ob du mir Progesteron gibst oder nicht, weil ich kann dieses Progesteron auch nehmen, um Östrogen daraus herzustellen und auch Cortisol im Übrigen. Ja, das geht ja auch noch. Und das tut er meistens auch und er hat Gründe dafür und das hat was mit der Nebenniere zu tun. Ja, wenn die Nebenniere, die ja für Stressproduktion sozusagen zuständig ist, eben durch die Produktion von Cortisol und von Adrenalin, dann wird sich diese Verschiebung auch zeigen. Das ist meine Erfahrung und für mich ist es auch nur logisch. Ja, also es ist einfach, diesen Pfad gibt es und nur weil man eben beschließt, ja, ich packe da jetzt ein bisschen Progesteron drauf, wird sich der Körper nicht von seinem Grundmechanismus abbringen lassen. Das macht er halt nicht. Mhm. Vielleicht kurzfristig. Und dann mit neuen Nebenwirkungen, wie gesagt. Dann musst du immer mehr Progesteron reingeben und kriegst dann andere Probleme, beziehungsweise dann wird das Ganze noch angeheizt. Ich habe das an mir selber im Übrigen auch ausprobiert. Ne? Also das kann ich keinem raten. Aber ich habe das richtig ausprobiert an mir, wie das funktioniert. Es war nicht schön. Gehen für mich im Kopf immer so viele Fragezeichen gleich los. Warum macht das der Körper? Warum? Und da frage ich mich, warum ist eigentlich Östrogen immer in Anführungszeichen das Negative? Oder warum reagiert der Körper in solchen Situationen mit einer erhöhten Östrogenproduktion? Warum produziert er nicht vermehrt tatsächlich Progesteron? Warum produziert er nicht vielleicht ein anderes Hormon? Das ist dann doch immer irgendwie
geht alles in diese eine Richtung, in diese Östrogendominanz. Ja, und Cortisol. Warum? Das ist, und am Cortisol. Ende, ist es am Ende der Synthesekette? Mhm. Ja, also irgendwann ist die Synthesekette zu Ende. Mhm. So, also das eine verwandelt sich in das andere, dann ist die Synthesekette zu Ende. So, das ist schon mal ein Hinweis. Das ist für mich noch nicht die ganze Wahrheit, könnte theoretisch auch wieder in die andere Richtung gehen, aber es ist schon mal eine Aussage. Das zweite ist, bei Stress im Körper sollen wir uns nicht vermehren. Die Vermehrung soll nicht stattfinden. Deswegen verschiebt der Körper diese Verhältnisse, damit wir uns nicht vermehren. Das ist, da ist das ein Sinn dahinter. Das macht ganz viel Sinn alles. Ganz kurz zusammengefasst, die klassische Medizin liefert sowieso nicht die Ergebnisse. Die funktionelle liefert vielleicht so eine Art Theorie. Ne? Ja. Aber häufig fehlt es dann vielleicht an Methoden, um wirklich dahin zu kommen. Ja. Man kommt dann da nicht hin und macht sich dann doch irgendwie anderen Mittelchen zu oder nimmt sich andere Mittelchen zu Hilfe, wie zum Beispiel das naturähnliche Progesteron, was aber eben häufig auch nicht hilft und dann auch zu Nebenwirkungen führen kann, vermehrte Cortisolproduktion oder eben auch die Östrogenproduktion. Aus all diesen Überlegungen ist ein Ansatz auch entstanden. Und das ist der Ansatz der integralen Evolution. Den hast du entwickelt. Ja. Wie ist das Ganze aufgebaut?